Das Wetter ist heute nicht so besonders. Deswegen setze ich mich in den Bus und fahre nach Valdemossa. Vom Platz der España aus sind es ca. 18 Kilometer. Meine Vereinskameraden sind schon unterwegs. Das Städtchen hat etwa 2000 Einwohner. Für den zweiten Turm hatten sie scheinbar kein Geld mehr. Bekannt geworden ist das Kloster ja durch Frédéric Chopin. Er war ja 1838 hier im Winter zu Kur. Heute sind hier sehr wenig Touristen in der Stadt. Im Sommer ist es hier oben angenehm kühl. Ich hoffe, die 100.000 Touristen im Jahr ist für die Einwohner auch nicht immer angenehm. Toll finden wir, dass die überall Blümchen haben. Ja, doch nicht allein in dem Dorf. Das sieht nicht nur schön aus, die riechen auch gut.
in dem Städtchen geht nur rauf oder runter. Kamera abgestellt, so bin ich auch immer im Bilde. Weil auch weniger Bekannte sind sehr schön, die haben auch einen eigenen Hafen. Schon gesagt, hier liegt der Zitronenduft in der Luft. Jetzt gehe ich mal rauf zur Kartause und trinke mal irgendwo einen Kaffee. So langsam muss ich jetzt mal gucken, wo der Bus fährt, oder wann der fährt. Die Straße mit dem Rennrad runter, einfach spitze. Da kann man sich richtig rollen lassen. Und da haben wir schon die Autos überholt. Wieder zurück in Palma, das ist jetzt hier am Plaza de España. Da ist er ja, der rote Blitz. Von Palma aus nach Porto Soler. Etwa eine Stunde. Thank you.
Jetzt fahre ich mit dem Bus wieder in ein Hotel. Und das Wetter ist besser geworden. Da kann man nachmittags noch mal was fahren. Dann tschüss, bis Teil 4.